Hallöchen, liebe Nagelfreunde. Ich zeige euch heute einmal, wie ich ein ganz, ganz anfängerfreundliches Herbstdesign mache. Und wir starten mit einem Make-up-Gel. Ich benutze hier einfach nur die Fiber Base Nude in zwei dünnen Schichten. Ihr könnt aber auch einen Aufbau machen mit einem Make-up-Gel und das Ganze dann da drauf machen. Ich benutze jetzt einmal hier diese Stamping-Schablone und zwar dieses süße Motiv hier oben. Und dafür habe ich mir mehrere Farben rausgesucht. Das ist ganz normal Stamping-Lack, damit das Ganze so dann aussieht. Ich stelle mir vorm Stempeln immer alles einmal parat und jetzt werden die Farben in verschiedenen Klecksen hier aufgetragen. Schau einfach, welche Farbe du mehr haben willst, welche weniger. Grün und Rot zum Beispiel habe ich nur jeweils zwei und einen Klecks gemacht und von dem anderen ein bisschen mehr. Jetzt nimmst du deine Stempelschablone, also diese Abziehschablone, und ziehst so zwei bis ungefähr dreimal das Ganze ab und nimmst dann schnell das Motiv auf, damit es nicht zu schnell trocknet. Jetzt wird das Ganze, wenn es dir so passt, auf deinen Nagel gestempelt und dann ist es quasi auch schon fertig. Und das Coole ist, je nachdem wie du die Farben aufträgst, hast du immer eine andere Farbkombination. Das kannst du jetzt gleich bei den anderen Tipps sehen. Das heißt, jeder Nagel sieht immer ein bisschen anders aus und das finde ich halt hier mit diesen Blättern richtig cool. Nun geht es an den Hirsch oder eher die Hirschkuh, weil wir kein Geweih malen werden. Ich habe mir hier Gel Polish genommen, der lässt sich immer ein bisschen besser mit malen. Und Farbgel, also der Gel Polish, weil der zieht sich immer schön selber glatt, ein bisschen besser als Farbgel. Du kannst aber auch Farbgel nehmen, das geht auch. Du brauchst ein Schwarz, ein Dunkelbraun, ein etwas helleres Braun und ein Rosa. Später brauchen wir noch ein Beige, das kommt dann nachher noch dazu. Ich benutze hier einmal den Nail Art Brush Nummer 5 von Didier Lab. Der ist perfekt, der ist nicht zu dünn, der ist nicht zu dick. Und damit male ich mir jetzt hier unten erstmal so einen Halbkreis. Erst mache ich mir einen Punkt hier ungefähr in der Mitte und im unteren Drittel. Und das Ganze wird jetzt einmal so vorgemalt, damit ich ungefähr weiß, wie es aussehen soll. Und dann schnappe ich mir den Pinsel von dem Braun. Das geht nämlich schneller, als wenn ich das jetzt mit dem kleinen Pinsel hier machen würde. Und fülle das Ganze einmal aus. Ich korrigiere mir hier noch ein bisschen die Ränder, die waren mir nämlich etwas zu, ja nicht breit genug, die gingen zu steil nach unten sozusagen. Also mal da so lange, bis dir das ungefähr gefällt und schau einfach, dass das so eine Art Halbkreis hier ergibt. Da ist es einfach nur wichtig, dass es im unteren Drittel ist. Das habe ich einmal kurz anhärten lassen und dann kannst du hier auch schon zwei Striche malen und die dann zu den Seiten hin noch was breiter machen. Das werden nämlich unsere Öhrchen sozusagen. Also da einfach nur einen Strich in die Mitte und an den Seiten ein bisschen breiter und spitz nach unten auslaufend arbeiten. Wenn dir das Ganze so gefällt, einmal kurz anhärten lassen, 10 Sekunden oder so. Und dann schnappen wir uns unser Dunkelbraun und damit malen wir jetzt diese Öhrchen, also diesen Innenteil der Ohren rein. Nimm da Dunkelbraun und nicht Schwarz. Schwarz ist immer sehr hart, deswegen habe ich mich hier für das Dunkelbraun entschieden. Da machst du einfach nur so ein Dreieck hier rein, ungefähr die gleiche Form wie die Ohren, nur halt ein bisschen kleiner. Und das lassen wir dann auch nochmal aushärten. Du siehst, ich nehme immer wieder etwas Farbe nach und korrigiere das Ganze so lange, bis es mir gefällt. Jetzt kommt das helle Braun, was ich eben vergessen hatte. Das ist hier ein heller, beiger Gel Polish. Pure Beauty ist das. Die sind übrigens alle Sachen aus Linnys Nail Shop, außer der Pinsel. Und mit dem malen wir uns jetzt sozusagen die Bäckchen. Ich habe jetzt einmal die Mitte unten markiert, damit ich weiß, von wo nach wo ich malen muss. Und male jetzt von rechts nach links so eine Art Bogen. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Hier müssen wir schauen, dass das genauso aussieht wie auf der anderen Seite. Also guck, dass du die gleiche Höhe hast wie auf der anderen Seite und mal dir den dann so lange, wie der passt. Wenn man jetzt von oben einmal schaut, sieht man, dass der rechte etwas dicker ist zur Mitte hin und der linke etwas dünner. Und genau aus dem Grund habe ich an dieser Stelle hier vorne das Ganze noch ein bisschen dicker gemacht, also noch ein bisschen breiter. Schau einfach, dass beide Seiten gleich aussehen, beide Seiten ungefähr gleich hoch sitzen. Und wenn das passt, dann kannst du das auch noch einmal aushärten lassen.
Nun machen wir noch ein paar kleine Details hier rein. Ich habe mir wieder mein Dunkelbraun geschnappt und mache mir jetzt einfach hier so ein paar Punkte hin. Und zwar sind das insgesamt 5 Stück. Darunter die Reihe kommen 4 Stück, darunter die Reihe 3 Stück und dann nur noch 2 und 1. Also, obwohl hier waren es 3, 2 und 1 nach der 5. Also einfach so spitz zulaufend in Richtung von dieser Spitze unten. Und das sind einfach diese Flecken, die die Rehkitze oder die Rehkühe auf den... auf der Stirn haben. Mit Schwarz nehme ich mir jetzt hier ein Dotting-Tool, das ist immer ein bisschen einfacher. Mache ich jetzt hier einmal die Nase von dem Reh und wie gesagt, mit einem Dotting-Tool ist es ein bisschen einfacher als mit einem Pinsel. Wichtig ist, wenn dir etwas gefällt, lass es einmal ganz kurz aushärten, so wie ich hier, dass wenn du dich mal vermalst, kannst du es nämlich wegwischen, wenn das schon angehärtet ist und wenn nicht, dann musst du nämlich alles wieder wegwischen. Das ist immer ein bisschen blöd. Jetzt kommt der kniffligste Teil von allem und zwar nimmst du dir dein Schwarz und malst hier einfach so kleine U's. Das sind halt die Augen, die dann zu sind. Das ist halt ein bisschen knifflig, weil viele das so dünn nicht hinbekommen. Lass dir einfach Zeit, drück den Pinsel nicht zu doll auf und dann kriegst du das auch schon hin. Mit dem Rosa malen wir jetzt noch so kleine süße runde Kreise oder so Halbkreise eher. Das sollen halt wirklich die Wangen sein, so wie bei uns der Rouge. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen niedlicher. Wir haben ja die ganze Zeit immer nur zwischengehärtet und jetzt wird das Ganze einmal komplett ausgehärtet. Jetzt musst du eigentlich nur noch versiegeln, das heißt einmal ordentlich satt versiegeln, vor allen Dingen bei der Hirschkuh oder dem Rehkitz, je nachdem, wie ihr es halt nennen wollt. Denn dort haben wir ja so ein bisschen Höhe aufgebaut mit den Farben und da ist es wichtig, das Ganze ordentlich zu versiegeln, damit ihr später oben keine Hubbel drauf habt. Nach dem Aushärten sieht das Ganze jetzt einmal so aus und ich finde, das ist ein sehr anfängerfreundliches Design. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal.